whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich eine ganze Reihe Abfüllungen der Flora und Fauna Serie des Spirituosenunternehmens Diageo mir vorgenommen. Und wenn Sie eine Einleitung zu diesen Videos und vor allem zu der Serie der Flora und Fauna sehen möchten, so möchte ich Sie hier auf das Video vom Inchgauer 14 Jahre hinweisen. Da habe ich mich länglich über das gesamte System ausgelassen. Sie sehen auch, die Inchgauer Flasche ist auch schon offen. So, jetzt komme ich zum Glendullen, einem Alter von 12 Jahren. Und Glendullen ist eine relativ unbekannte Brennerei. Und sie befindet sich in der heimlichen Hauptstadt der schottischen Malt-Whisky-Produktion, und zwar in Dufftown. Nun muss man sich erstmal fragen, was bedeutet Dufftown? Duff ist der landläufige Ausdruck für Fusel, für Schnaps, für Alkohol. Und zwar mit einem etwas nicht so freundlichen Hintersinn. Das heißt also, Dufftown wäre also die Schnapsstadt. Und Glendullen liegt nun in dieser Schnapsstadt. Und da gibt es einen schönen Spruch zu Dufftown. Rome was built on seven hills. Dufftown was built on seven stills. Also Rom wurde auf sieben Hügeln erbaut, Dufftown auf sieben Brennereien. Nun, Glendullen ist eine von diesen und sie liegt etwas abseits unten am Wasser, etwas weiter hinten. Da findet man nicht ganz so einfach hin. Da muss man schon ein bisschen fahren. Und dann ist es auch vergleichsweise schwierig, einen Fleck zu finden, wo man ein schönes Foto machen kann. Touren gibt es nicht. Dufftown ist eine der großen Brennereien mit diesen riesigen Fenstern, wo man die schönen Brennblasen drin sehen kann. Großer Output, aber durch die Flora und Fauna Serie geadelt. Und man sucht hier wunderbare Fässer aus, um die Flora und Fauna Serie auch mit Single Malts von Dufftown zu versorgen. Ja, 1897 wurde die erste Dufftown-Brennerei errichtet, so steht es hier auf dem Etikett. Und die neue Brennerei befindet sich daneben. Die alten Häuser, ich meine, sie stehen noch und sind sogar in Benutzung, bloß ich glaube, das alte Brennhaus nicht. An welchem Fluss liegt Glendullen? Am Fiddich, woher der große Single Malt Glenfiddich seinen Namen bezieht. Glen bedeutet Tal und Fiddich ist der Fluss. Ja, Glendullen steht hier, ist ein fester, milder Single Malt Scotch Whisky mit einem fruchtigen Bouquet und einem weichen, fließenden Lingering Finish. Abgang. Ja, obendrauf steht jetzt nicht, was für ein Tier da drauf ist, aber aus meiner Sicht ist das ein Reiher. Der wird wahrscheinlich da unten am Fluss nach Fischen jagen. So, nun wollen wir probieren. Sehr schön milder Antritt mit dem Haufen Vanille. Verbindet sich mit einer schönen Fruchtigkeit. Und von Eiche ist noch nicht viel zu spüren. 12 Jahre. Sehr mild, weich, angenehm. Da sticht weder der Alkohol raus, noch irgend so eine
trockene Zitrusfrucht, saure Zitrusfruchtnote, wie es gerade beim Inchgauer der Fall war. Einfach nur angenehm. Die Fruchtkomponente wird jetzt ein Stück weit stärker. Also für mich kommt da vielleicht ein bisschen Birne rein. Auf jeden Fall leicht und nicht zu voluminös. Zeit zum Probieren. Deutlich stärker auf der Zunge. Eine gewisse Pfeffrigkeit tritt sehr schnell an. Auch wieder Eiche im Hintergrund. Zarte Anflüge von Schokolade und Kakao. Und der Abgang, ja, hält sich schön im Mund, fließt so langsam nach hinten, verteilt sich über den gesamten Mund- und Rachenraum. Das ist ein Whisky, den ich sehr gerne mag, der sehr, ja, elegant und unkompliziert ist. Da lauern keine Fallstricke, da sind keine Überraschungen. Einfach ein schöner, gelungener, runder Single Malt Whisky. Sehr schön. Glendullen arbeitet vorwiegend für die Blended Whisky Industrie, genauso wie die Nachbarbrennerei, von der es auch ein Abfüllung der Flora und Fauna gibt, und zwar ist das Mordlach. Da blende ich Ihnen mal den 16-Jährigen von der Flora und Fauna ein. Und da braucht man für die vielen angenehmen, schön zu genießenden, easy drinking Blended Whiskys, braucht man solche Whiskys, die ein schönes Volumen geben, die schön fruchtig in der Nase und kräftig mit einer gewissen Würze im Körper, damit sie den vergleichsweise weichen Grain Alkohol Industrie Whisky mit ihrem Aroma versorgen können. Ja, Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie sich für so eine Flasche entscheiden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.